Hallo meine Freunde, recht herzlich willkommen zum heutigen neuen Masters of the Universe Origins Video. Ihr habt vielleicht meine letzten zwei Videos gesehen. Im ersten Video habe ich zwei Figuren doch in einem ziemlich engen Karton bekommen, währenddessen mein Battle Armor Skeletor gut verpackt alleine daherkam. Und so nach und nach trudeln jetzt immer mehr Figuren von Amazon ein, da bestelle ich meine Figuren nach wie vor, da sie da für die UVP immer noch verkauft werden. Und ich mache das auch ganz random, wenn da steht, was weiß ich, in 4 Wochen lieferbar oder so, dann bestelle ich das trotzdem. Und einige Figuren sind jetzt sogar schon früher eingetroffen, wie gesagt, zur UVP. Es wird auch noch 2 weitere Masters of Universe Origins Videos geben, demnächst hier auf meinem Kanal. Zum einen habe ich ein Paket von Strong Vision noch bekommen. Da freue ich mich ganz besonders drauf, denn da sind so ein paar Figuren drin, ja, die man jetzt nicht bei Amazon bekommen hat. Und Castle Grayskull ist angekommen, meine Freunde. Und da auf dieses Video, da könnt ihr euch freuen, sage ich euch. Also Amazon, ja, ich will nicht spoilern, aber ihr könnt ein Abo da lassen, dann verpasst ihr das Video nicht. Kommen wir mal zum heutigen Thema. Wie gesagt, ein Paket, 2 Pakete und einen Scareclaw von einem Privatverkäufer stelle ich euch heute vor, beziehungsweise vorstellen. Es ist wie im Filmbereich. Ihr kennt die Figuren wahrscheinlich schon. Ich packe sie aus. Ich packe sie aus. Falls ihr diese Masters of Universe Origins Figuren noch nicht ausgepackt gesehen habt, dann ist das Video genau richtig für euch. Oder einfach mal, um zu schauen, wie ich auf die 4 Figuren reagiere. Wie habe ich denn hier drauf reagiert? Was ist das denn? Masters of Universe Origins, und er zeigt hier ein Transformers Movie in die Kamera. Ja, das ist ein eBay-Erwerb. Ich konnte mir schon denken, was ich bekomme. Sagen wir es mal um die Blume herum. Es ist der Kinofilm, ne, Transformers The Movie aus dem Jahr 86. Als Blu-ray mit deutscher VHS-Synchro. Das sollte eigentlich alles sagen zu dem Thema. Hat mich aber dennoch mal interessiert, denn diese VHS-Kassette vom 1986er Transformers-Movie, die findet man gefühlt auch nicht. Habe ich noch nicht gesehen auf eBay, sonst hätte ich mir natürlich auch die geholt. Hab mal gestern reingeguckt, ist wirklich hier und da sind gute Unterschiede qualitativ zu hören. Einen ganzen Film muss ich mir noch anschauen. Also kommen wir doch mal jetzt, bevor ihr ewig an dem Video hier dranbleiben müsst, kommen wir doch erstmal, abgesehen hier vom Scareclaw. Also, das ist der gute Scareclaw. Von den Vintage-Figuren wahrscheinlich eine der beliebtesten und teuersten Figuren, die es gibt. Von den normalen, natürlich, es gibt immer teure Figuren. Ne? Aber Scareclaw wollte ich auch schon immer haben. Aber wie soll es anderes sein? Ich kann und will mir aktuell nicht 1.000, 2.000 Euro leisten für einen eingepackten Scareclaw. Den hier, den habe ich jetzt erworben bei eBay für 19,99, glaube ich, war es. Und den packe ich aus. Wenn ich irgendwann nochmal einen Scareclaw original verpackt bekomme zum Normalpreis, ich habe auch bei Amazon einen vorbestellt, keine Ahnung, ob da nochmal was ankommt. Und der, dann tue ich mir vielleicht noch irgendwo hinhängen, weil Scareclaw finde ich schon eine coole Figur. Und ich finde, der kommt auch ziemlich nah an das Original ran. Vielleicht können wir Masters of Universe Fans und Kenner mal sagen, warum diese, es gibt ja verschiedene Produktbilder, 2 verschiedene zu Scareclaw. Einmal den hier und dann gibt es ja noch einen zum Produktbild, das sieht aus wie eine ganz normale Plastikfigur, wie bei den anderen Figuren auch. Kann mir da einer was dazu in die Kommentare mal schreiben, was es damit auf sich hat. Gibt es nur den Scareclaw, gibt es 2 Scareclaws oder war das einfach nur eine verfrühte Variante, die sie damals verschickt haben an die Händler? Also, das ist Scareclaw und hier ist ich muss jetzt aufpassen, ich habe so viele Pakete und vor allen Dingen, ich bestelle alles zusammen immer bei Amazon und sie schicken so viele Sachen einzeln. Und da ich jetzt zurzeit hier das Postproblem habe in meiner Stadt, traue ich mich auch nicht mal an die Packstation zu schicken, weil ich sonst, wenn die voll ist, in den anderen Ort muss und da habe ich überhaupt keine Lust dazu. Musste ich gestern auch einen Film abholen, schrecklich, da 4 Kilometer zu fahren. Ah ja, okay, mhm. Also gucken wir erstmal, wie Amazon verpackt hat. 2 Figuren. Ja, also das Standardpapier draufgeworfen. Hier haben wir die eine Figur.
Und unten drunter ist die andere Figur. Also immer noch besser verpackt als Tila und Evelyn, wobei die beiden ein bisschen schlanker waren als die zwei Freunde. Ja, genau, es war. Die Karte ist eigentlich noch super. Ne? Kann man nicht großartig jetzt meckern. Einmal Orko aus dem Zauberland. Dem reiche ich gleich eine helfende Hand. Und hier haben wir noch Beastman. Auch eigentlich, aber der ist zum Beispiel unpunched und der ist gepuncht hier. Also oben hier ist hier draußen rausgepresst schon. Aber im Großen und Ganzen gut, ein bisschen Eselsohren. Ist aber okay. So, und hier müsste jetzt theoretisch... müsste doch jetzt... jetzt habe ich die vertauscht. Wartet mal. Das spielt für euch jetzt keine Rolle, was da drin ist. Ich habe die Dinger hier vertauscht. Weil die kamen beide in so einem komischen Umschlag an. Den hebe ich noch auf. Den packe ich noch in das Strong Vision Video da mit rein. Das Video der coolen Figuren nenne ich es dann mal. So, hier müsste es eigentlich drin sein, ne? Aber es ist wirklich identischer Karton, ne? So. Ja, genau. Aha. Boah. So. Also es ist erstaunlich. Diese Dinger, die hatte ich auch bis zu den Masters of the Universe kaum gesehen, die M4-Kartons. So. Was war denn hier drin? Habt ihr es gesehen? Den Battle Armor He-Man habe ich mir natürlich auch noch bestellt. Wobei ich, wie gesagt, ich bleib dabei, ich bin kein Fan dieser Battle-Armor-Figuren. Was ist denn mit He-Man los? Warum guckt der so erschrocken? Was ist das denn für ein Gesicht? Also, ich habe mir den Battle-Armor He-Man im Großen und Ganzen, sage ich mal, nur gekauft, weil da der alternative Kopf vom alten Vintage He-Man dabei ist. Ne? Also der ist dem sehr nachempfunden und den werde ich auf jeden Fall drauf machen. Alter, was ist denn mit dem He-Man-Gesicht los? Ich weiß jetzt nicht, was lustiger ist, das von Skeletor, wo er so beleidigt guckt, oder von He-Man, der wahrscheinlich gerade Scarecrow gerade vor ihm aufgetaucht und dann guckt man halt so, wenn man das sieht. Aber ich packe das ja gleich aus und dann schauen wir uns die Figuren auf jeden Fall noch mal aus der Nähe an. Orko, muss ich jetzt als Ersteindruck sagen, gefällt mir optisch gut. Allerdings finde ich den doch schon sehr groß. Wenn man den jetzt mal vergleicht, so Orko, gut, ich darf jetzt nicht lügen, aber Beastman, ja, der hat so die Hälfte vom Beastman von der Höhe her, aber von der Breite her und auch so. Wobei ich natürlich sagen muss, der Vintage Orko, den fand ich nie so toll. Die meisten anderen Orkos, die danach in den anderen Toylines gekommen sind, ich hatte nie einen davon, aber die fand ich alle schon sehr, sehr, sehr viel besser als den Vintage Orko. Gerade die aus dem Film, aus der Filmation und Vintage Line-Ecke oder was es da gab. Und auch den hier, den finde ich von der Optik her natürlich, ich persönlich, der mit der Filmation-Serie aufgewachsen ist, um einiges besser. So. Dann würde ich sagen, damit ich euch nicht die Augen bluten lasse und das Herz stechen lasse, machen wir jetzt einen kleinen Cut. Ich packe die Teile aus, dann schalte ich wieder ein und wir besprechen die Figuren mal aus der Nahansicht. So, meine Freunde, die Figuren sind ausgepackt. Ihr könnt wieder gucken. Wenn man da unten an den Plister zieht, gehen die doch relativ einfach auf. Ich weiß jetzt nicht, warum ich die letzten paar Male da so ein bisschen rumgezappelt habe. Gut, die Gummibänder im Inneren sind ein bisschen nervig, aber ansonsten geht's. Kommen wir direkt mal zu Battle Armor He-Man mit einem Comic, das ich schon habe vom Battle Armor Skeletor. Ich habe mir sagen lassen, danke nochmal für den Hinweis, dass Pro Wave ein Comic scheinbar den Figuren beiliegt. Und wir haben hier sogar noch eine Anleitung. War die eigentlich beim Skeletor auch dabei? Ich glaube nicht, oder? Die uns das Ganze nochmal erklärt, wie es zu funktionieren hat.
Okay, also machen wir Comic hier auf dem Bild, Anleitung auf dem Bild. So, also wir haben hier den Battle Armor He-Man. Ihr seht es hier schon, ich habe direkt diesen Kopf hier drauf gemacht, der ziemlich nah dem Vintage He-Man nachempfunden ist. Nur Profis und Experten können da jetzt Unterschiede nennen, aber ihr könnt das auch gerne in den Kommentarfunktionen machen. Ansonsten ist das ähnlich aufgebaut wie beim Skeletor. Wir haben hier die Rüstung mit dem He-Man-Haar und dann hauen wir da jetzt so drauf mit. Oh, oh. Und die Rüstung hält stand, na, ist sensationell. So, jetzt hat sie hier ihre Beschädigung und dann haust du nochmal drauf, dann ist sie richtig kaputt. Und Man-at-Arms hat wieder was zu tun. Ansonsten haben wir auch hier den nicht vorhandenen Hüftschwung. Haben die Figuren überhaupt einen Hüftschwung? Ist mir noch gar nicht aufgefallen. Jetzt bei Teela und Evelyn wollte ich nicht so viel an den Hüften rummachen. He-Man sieht jetzt in dieser Position auch aus, als würde er gleich beten. Ja, die Arme, wie immer, die haben alle die gleichen Bewegungen. Auch hier durch die Rüstung sind so ein bisschen eingeschränkt, was das innen nach innen geht. Deswegen stehen die alle so ein bisschen breitarmig, als ob sie gerade aus dem Fitnessstudio gekommen sind. Aber das tut ja nichts zur Sache. Wie gesagt, mein Ziel ist es ja, einen normalen He-Man zu kaufen und da den Vintage-Kopf drauf zu machen. Wobei ich gehört habe, gerüchterweise sollen die angeblich drüber nachdenken, auch nochmal den normalen He-Man mit Vintage-Kopf auf den Markt zu bringen. Ich kriege immer ein bisschen was mit, aber nie alles. So, wir haben hier das Zauberschwert. Warum schaltet es nicht scharf? So, das ist das Zauberschwert. Ein bisschen anderes Design. Ist natürlich auch dem vom Skeletor, mit dem vom Skeletor identisch von der Form. Und ja, ein Nutzer hatte geschrieben, völlig zu Recht, dass man das Skeletor-Schwert und das He-Man-Schwert zusammenstecken kann. So war es ja zum Beispiel auch in der 2000X-Serie. Ich weiß nicht, bei Vintage soll es auch so beworben geworden sein. Und man kann ja auch die Vintage-Schwerter zusammenstecken. Das Schwert von Skeletor, das Schwert von He-Man zusammengesteckt, ist das ultimative Power-Machtschwert, mit dem man Castle Grayskull öffnen kann. Das ist natürlich völlig richtig. Wie gesagt, für mich persönlich war Skeletor halt nie so ein Schwertträger, obwohl er zum Beispiel, glaube ich, beim Dragon Blaster Skeletor, meiner Lieblingsfiguren, hatte er ja nur ein Schwert, ne? Aber die normale Skeletor-Figur ist für mich halt zu 90%, 95% nur mit Stab unterwegs. Ähnlich wie bei He-Man mit der Kampfaxt. He-Man hatte für mich immer das Schwert und nie die Kampfaxt. Auch wenn ich zum Beispiel die Geschichte, das Cover von Masters of the Universe Hörspielkassette Folge 7 war, glaube ich, war es, der Doppelgänger, immer interessant fand, dass da endlich mal die Kampfaxt abgebildet war. Für mich hatte He-Man nie die Axt gehabt. Früher. Aber es ist ja immer sehr unterschiedlich. Genau, so, hier haben wir also das Zauberschwert. Wie gebt ihr dem eigentlich immer das Schwert in die Hand? Manche machen das ja hier an diesem Griff hier, ne? Aber gebt ihr dem das so? Nee, oder? Ich habe das dem früher immer hier an der dicken Seite hier so reingesteckt und dann immer so umgeknickt. So. So mache ich das immer. Seit Vintage-Zeiten. So, und das ist jetzt wohl die super. Ah, das ist kein Hut, der passt schon mal nicht. Nein, hier soll das Vintage-Schwert drauf. Alter, das ist aber ganz schön schwer mit diesem Ding da. Da kannst du ja schon einen umhauen. Und das ist jetzt wohl dieser Blitz, wenn er die Power von Grayskull bekommt. Nee, danke, das tue ich mal direkt weg. Das ist ja absoluter Quatsch. Das ist ja fast so schwer wie die He-Man-Figur. Aber warum ich vorhin so lachen musste? Nehmen wir mal an, He-Man sieht das hier zum ersten Mal. Dann guckt er ungefähr so. Was ist das denn bitte? Also bei aller Liebe für neue Head-Skulpturen, was ist das? Was soll das darstellen? Angst? Schreck? Zorn? Wut? Entschlossenheit? Was ist das? Mann, mach den scheiß Daumen da weg. Was ist das, Leute? Ich glaub doch nicht, dass ich so einen Kopf meinem He-Man aufsetze. Die Gegner lachen sich ja kaputt. Also jetzt mal ernsthaft. Jetzt mal Spaß beiseite. Was soll sowas? Du hast die Auswahl zwischen dem und dem. Für mich persönlich eine richtig schwere Wahl. Eher nicht. Wir haben hier auch übrigens noch eine Hand.
Ich hoffe, die kommen nicht weg irgendwie. Muss mal so ein kleines Schächtelchen machen, wo ich das ganze Zubehör dann reinschmeiße, was ich nicht brauche. Das war jetzt der Battle Armor He-Man. Und dann haben wir Orko. Orko, was ist das? Orko ist so ein richtiges Stück Plastik, Alter. Orko hat aber auch einen Comic dabei, den ich noch nicht kenne. Ein He-Man mit zwei Orkos. Spoiler-Alarm. Der Comic ist auch bei Scareclaw dabei. Und ich bin jetzt gerade überlegen. Wir haben hier auch Scareclaw im Comic. Trapjaw, Many Faces, Skeletor, He-Man. Ob das alles Figuren, aber es sind ja nicht aus einer Wave. He-Man und Skeletor sind aus einer anderen Wave. So, die gehen dann zu Grayskull, öffnen Grayskull, wollen da rein. Dann ist Scareclaw, dann ist Trapjaw, der schnappt sich Orko. Skeletor verzaubert Orko. So. Orko wird gefangen. Das sind ja wirklich Mini-Comics und nicht mal Sprechblasen. Man kann sich wahrscheinlich die Texte dazu selber zusammenstellen. Comic hier auch schon eingerissen. Wie kommt das? War ich das etwa? Glaube ich eh nicht, oder doch? Finde ich jetzt auch nicht so wichtig. Nicht bei denen. So, also wie gesagt, da haben wir Orko. Also Orko ist wirklich wahrscheinlich das billigste hergestellte an Figuren, was diese Toyline hat und haben wird. Das ist wirklich hartes, billiges Plastik. Den Kopf kann man ein bisschen drehen. Wir können auch jetzt endlich mal gucken. Orko hat keine Nase und keinen Mund. Schnell versteck dich, Orko. Aber Orko gefällt mir. Das ist der Orko, den man halt kennt. Ne? Mit den großen Augen, dem O, Händen, Ohren. Und man kann ihn dann auf eine kleine Base stellen. Was soll das darstellen? Rauch, Wasser, irgendwas. Das ist auch ziemlich dünnes Plastik. Da steckt man dann wahrscheinlich hier dieses Ding rein, bis es einrastet. Und dann bekommt der Orko da hinten was in sein Loch geschoben. Und dann hat man einen Ständer. Also Orko mit dem Loch auf den Ständer schieben und dann steht er. Ja, aber wenn man es mal nimmt, ne, im Vergleich dann zu Battle Armor He-Man. Also Orko haut den K.O., oder? Bin ich jetzt nicht so überzeugt von dieser Größe? Ich bilde mir ein, es gab doch mal irgend so einen Orko, der war ein bisschen kleiner. Aber okay, es ist okay. Ich favorisiere es nicht und ich finde es jetzt nicht dufte, super geil, aber es ist okay. Orko sieht gut aus, das ist das Wichtigste. Wenn ich jetzt so einen Orko hätte, der wie keine Ahnung aussieht, wäre es ja auch doof. Damit kommen wir zu Beastman. Beastman hat eine besondere... ja, also... Also Beastman an sich ist okay, aber verzeiht mir meinen Sarkasmus. Er hat einen guten Zahnarzt, oder? Die Zahnbleiche hat auf jeden Fall gewirkt. Passt leider nicht so ganz zum Rest der Figur, ne? Aber das soll ja dem Spaß kein Abbruch tun. Ansonsten ist Beastman, wie man ihn kennt, in Orange gehalten mit blauer Hose. Auch dieses blaue, ein bisschen leicht verschmierte Logo ist da drauf, wie bei der Vintage-Figur. Man weiß es auch nicht, zeigt er seine weißen Strahlezähne so per, ja, auf Jagdtrieb gemacht oder smilet er hier in die Kamera, ne? Aber okay, wir wollen nicht zu viel Sarkasmus verbreiten. Wir haben hier auch noch Schulterpolster, sehe ich gerade. Die kann man jetzt hier so theoretisch, ich mache es jetzt nur mal so, obwohl komm, ich will mich nicht blamieren, das ist, nee, ich blamiere mich lieber nicht. Also man hat jetzt hier so die Schulterpolster, die kann man dann befestigen, wenn die Kamera nicht läuft. Und hoffe mal, dass die auch nicht direkt reißen oder so ein Quatsch. So, na, dann macht man die dann hier oben so dran. Dann sieht er so ein bisschen noch kampfgeiler aus. Und dann haben wir hier eine Peitsche. Die ebenfalls, ja, wie bei der Vintage-Figur aus so einem Stoff,
Stofffaden besteht. Mit einem Fernrohr hinten vorne dran. Es sieht doch aus wie so ein Teleskop, oder? So ein Fernrohr, wie von den Piraten. Das müsst ihr dann hier so in die Hand nehmen. So. So. Und dann guckt er mal, wo die Feinde sind, ne? Da kann Triklops einpacken. Nee, Spaß beiseite. Man gibt das dem mal hier in so die Hand und dann ist es halt die Peitsche. Ja, das ist Schulterpolster abgefallen. Ist okay, die Figur, finde ich. Ist okay. Man hätte, wie gesagt, das Gesicht ein bisschen bösartiger machen können. Ich weiß nicht, ob die ja heutzutage das ja auch wieder als richtiges Kinderspielzeug gedacht ist. Und ja, viele der anderen Toylines waren für erwachsene Sammler gedacht. Na, nicht wirklich zum Spielen, auch preismäßig und vertriebsmäßig. Das hatte ich im Kommentar geschrieben. Die hier sind wirklich in Kaufhäusern und überall erhältlich für einen Apfel und ein Ei, damit die Kinder endlich wieder in den Regalen Masters of the Universe gekauft bekommen. Und da kann man es verkraften. Da kann ja sein, dass es auch nicht zu böse aussehen dürften, ne, die Figuren. Weiß ich ja nicht. Aber ist doch okay. Ist doch okay. Ja. Aber wenn wir dann bei nicht zu böse aussehen dürfen und Angst machen, dann können wir direkt zu Scarecrow. Scarecrow, da ist er. Ich verkaufe den. 500 Euro gehört er euch. Sonderangebot. Ich weiß gar nicht. Das hat es natürlich absolut nichts gebracht, dass ich den hier im Scheinwerferlicht hatte. Also der leuchtet übrigens im Dunkeln, nur für die, die es noch nicht wissen. Ja, er soll leuchten. Ich bin mal gespannt. Jetzt im Sommer ist es schwer, in ein dunkles Zimmer zu kommen. Und Scarecrow hat hier auch seine, wie nennt man das eigentlich? Ich habe es früher immer Sense genannt, ne? Aber es heißt irgendwie, man liest im Internet immer Hellbarde oder so. Ne? Und da hat er diese grüne bekommen, der Vintage Skeletor, der hat Skeletor Vintage, Scarecrow, hat auch so eine grüne. Und es gibt noch, glaube ich, auch so eine helle aus dem Material, wie Scarecrow halt ist, die dann ebenfalls leuchtet. Mir ist gerade aufgefallen, der Mantel, der gefällt mir nicht so ganz. Ich glaube, bei der Vintage-Figur war das einfach nur Stoff, so wie bei Prinz Adam und so, ne, die Weste. Korrigiert mich, ich habe den noch nie komplett in der Hand gehabt, den Vintage-Scarecrow. Aber hier ist es so ein bisschen festeres Material, zwar noch beweglich und biegsam, aber es ist kein richtiger Stoff, es ist mehr so gummiartig. Ne? Hier so ganz leicht befestigt am Hals. Guck mal, aber was mir gerade aufgefallen ist, so... Ja, sieht ja schon so ein bisschen furchteinflößend aus, ne? Auch wenn ich nicht ganz verstehe, warum man um so einen Blitz auf dem Kopf hat. Wahrscheinlich ist das so ein gespaltener Schädel. Aber jetzt guckt euch mal an, wie der von der Seite aussieht. Das sieht ein bisschen lächerlich aus, oder? Von der Seite sieht er doch ganz niedlich aus, der Scarecrow. Halt nicht so ganz furchteinflößend. Aber dann von vorne, dann, ja. Dann hoffen wir mal, dass man den eher direkt von vorne sieht und nicht so seitlich anspricht, dass er sich dann umdreht und das macht. Ja, ansonsten hier auch diese, hatte ich ganz vergessen bisher zu erwähnen, diese Hosen hier mit diesen, sind auch sehr diesen Vintage-Figuren nachempfunden, ne? Mit der Hose halt und diesem Möchtegern-Gürtel, Metallgürtel, was es darstellen soll. Ansonsten hat er die gleichen Bewegungsradius überall wie alle anderen Figuren. Man kann sogar noch hier die Stiefel noch drehen. Ich habe übrigens sagen lassen, dass die Gelenke sehr empfindlich sind. Also da, gut, dass ich da bisher immer aufgepasst habe. Ich habe auch jetzt nicht vor, so viel damit anzustellen. Ich weiß nicht, ob irgendwann mal vielleicht mein Neffe in 2, 3 Jahren das Interesse verspürt, die mal in die Hand zu nehmen. Jetzt als 4-Jähriger will ich das jetzt unbedingt noch nicht so in die Hand geben. Da ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass da was kaputt geht, als ja, mit 6 oder 7. Aber ich würde es ihm jetzt nicht verbieten bei den Figuren, sage ich mal. Ne? So, und damit sind wir dann für heute durch. Also wir haben den Scarecrow, den Beastman, den Battle Armor He-Man und den Orko aus dem Zauberland im heutigen Video. Ich muss auch jetzt mal demnächst mal gucken, wie ich die ganzen dann irgendwo aufstelle. Und dann, wie gesagt, Abo dalassen, meine Freunde. Abo dalassen, Glocke aktivieren. Ich sag euch, das Grayscale-Video lässt jeden Sammler die Hand vors Gesicht schlagen. Und eigentlich nicht nur Sammlern, jeden, der was bei Amazon bestellt.
So viel dazu. Ansonsten macht's gut. Einen schönen Tag noch. Bis zum Wochenende.